Hallo meine lieben Messerfreunde, dieses Video ist meine VA für den lieben Christoph, auch Schnorris genannt, und wie in den Kommentaren bei dir schon angekündigt. Jo, lass uns mal loslegen. Messerkombinationen, was habe ich so an Messern dabei? Auf den anderen EDC-Krempel gehe ich es diesmal nicht so ein. Pouch, Kamm, Kuli. Und da passt dann auch wunderbar ein Taschenmesser mit rein. Zack. Hosen- oder Hemdtasche. Thema fertig. So, genau. Also, weg damit. Brauchen wir gerade nicht. Hier noch ein anderes. Da passt dann ein Victorinox besser rein. Aber, ja. Zur Seite. Kommen wir zum Hauptthema. Messer und deren Kombinationen. Ja, ihr seht's. Pflaster, ich habe mich heute Morgen schon mit einem meiner Arbeitsmesser geschnitten, draußen im Garten. Kommt vor, gar nicht mal schlimm oder tief. Mir ist im Grunde einfach nur die Klinge beim Arbeiten leicht abgerutscht und hier so, ja, nicht mehr als aufgeschlagen. Und da ist hier am Nagelbett ein schöner kleiner Schnitt entstanden. Nicht tief, aber hat geblutet wie Sau. Hashtag ISO, Hufbasse ist scharf. So, das erste Messer schon in der Hand, aus dem letzten Video, eines meiner Lieblinge, sehr, sehr gerne mit dabei, als kleines, handliches Arbeitsmesser, beziehungsweise Messer für den schnellen Schnitt zwischendurch, hoppala. Das Real Steel Luna, hier mit dem Daumenpin ergänzt. Auf jeden Fall ein kleiner Schneidteufel, der wunderbar in die Hosentasche passt oder in eins dieser Etuis. So, ich trage gern ein kleines, leichtes Slipjoint mit mir, weil es einfach die wenig aggressiv oder am wenigsten aggressiv wirkende Variante ist, um mal schnell was zu schneiden, was zu öffnen, zu teilen, abzuschaben und oder ähnliches. Die Messer sind nicht aufdringlich, die sind klein, leicht, schnell und ratzfatz wieder eingesteckt. Ohne dass sich jemand hier darüber aufregen muss, dass man eine Waffe dabei hat. Ja. Ergänzend tue ich diese Kombinationen. Und ich mache was andersrum. Bleiben wir bei den kleinen Messern. Auch sehr, sehr gerne mit dabei. Aus dem letzten Video auch bekannt, denke ich mal, das 9301 von Sanremo. Als Gentleman Folder für die Westen- oder Jackentasche. Slipjoint, Einhandöffnung, Clip und Pin nicht umsetzbar, aber muss ja auch nicht sein. Dieser kleine No Fancy, No Bullshit Folder macht einfach Spaß. Sehr schneidfreudig, flaches Profil und darf auch sehr gerne mit dabei sein. Dann das dritte Slipjoint Messer, das ich momentan immer in der Rotation habe. Das heißt, momentan immer in letzter Zeit in der Rotation habe, ist hier das UK PK. Preislich das, ja, teuerste eigentlich in der Runde hier, bei den kleinen zumindest. Und auch als Einhandmesser durchaus tauglich. Mit dem Clip. Verschwindet Geld in der Hosentasche, durch das etwas breitere Profil passt es in keinen meiner Slips, aber ja, einen Tod muss man sterben und eine kleine Ziehhilfe werde ich wohl austauschen gegen was mit einem Knoten. Der Marcel Brock, von dem ich das habe, hat mir hier einen sehr schönen Paracord-Knoten mit einem Hafenburger-Lut vom Andy Klüver mitgeschickt gehabt. Die ist momentan anderweitig verbaut, verbusselt. Und das hier war einfach, was ich unten auf dem Schreibtisch liegen hatte, in die Woche beim Arbeiten. Habe ich damit so ein bisschen rumgespielt, ein bisschen Kleber rein, ein Stück Paracord mit der Zange zugekrimmt. Und, wow, naja, Schlüsselanhänger, Messerbeat, was auch immer. So, das sind jetzt hier exemplarisch, aber auch die mit am häufigsten mitgeschleppten Taschenmesser in der kleinen Ausführung, 42A-konform, Slipjoint. Nicht verriegelnd. In die Runde gesellt sich dann ganz gerne mal noch der Klassiker, das Otter Mercator hier als Zweihandmesser
flaches Profil mit Verriegelung. Und das sind so die leichten kleinen Taschenmesser, die ich eigentlich ganz gerne mit mir führe. Ich tausche hier mal gerade die Position. Dann seht ihr auch, warum ich die beiden eigentlich gerne mal miteinander vergleiche. Proportionen, Packmaß. Die passen ganz gut zusammen und ich finde, die haben irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit miteinander. So, das sind die kleinen Messer. Ergänzt wird das Ganze in der Regel durch ein etwas größeres, feststellbares Taschenmesser. Hier seien auch mal exemplarisch 3 Modelle in die Linse gehalten. Eins, das ich recht lange und sehr, sehr gerne mit mir geführt habe und deswegen auch gern darauf zurückkomme, obwohl es mir mittlerweile ein bisschen zu groß ist. Haben wir hier das Real Steel Horus, natürlich den Zeitgeist entsprechend in der Free-Ausführung, ohne Pin, dafür mit Nagelhau. Wir haben einen Liner-Lock mit Sicherung. Eine sehr schöne, wuchtige Drop-Point-Klinge mit einer sehr attraktiven Kurve, wie ich finde. Und es ist auf jeden Fall eines meiner größten Klappmesser. Es liegt wunderbar in der Hand. Man hat eine sehr gute Hand, also sehr gute Handlage. Es lässt sich gut greifen, hat keine wirklichen Hotspots und ist für leichte bis mittelschwere Aufgaben wunderbar geeignet. Ich habe der Schneidphase einen kleinen Regrind verpasst. Die war ein bisschen arg stumpf. Ich weiß nicht, ob es der Vorbesitzer verbosselt hat oder ob die ab Werk so war. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch wieder symmetrisch. Das war sie nämlich überhaupt nicht. Und ja, es ist jetzt eins der Messer, die aufgrund ihres Designs doch sehr gefällig sind, recht elegant und auf die ich immer gerne mal zurückkomme, wenn es was Größeres, Feststellbares sein soll. Alternativ zum Horus habe ich auch ganz gerne mal das Manly Peak mit dabei. Wie ich finde, auch ein sehr legitimer Ersatz oder eine gute Alternative zu den Buck 110, 112er Modellen von der Größe, von den Proportionen her. Wir haben ein stabiles Backlock. Eine durchaus solide Klinge und ja, wie man es von Manly gewohnt ist, no fancy, no bullshit, ein funktionales, in der Regel sehr sauber verarbeitetes Taschenmesser. Größenmäßig schenken die beiden sich nicht viel. Das Horus ist noch ein Ticken größer oder sagen wir wuchtiger von der Klinge her, dafür ist die Klinge nicht ganz so lang. Die Kamera in einem anderen Winkel, deswegen sehe ich das Display nicht so gut. Und ich persönlich bin ein Freund von Backlocks. Linerlocks finde ich zwar sehr elegant, aber ich würde dem Peak auf jeden Fall härtere Aufgaben zuweisen als dem Horus. Als drittes Messer auch sehr, sehr häufig mit dabei. Aufgrund seiner nicht so aggressiven Anmutung und der etwas geringeren Größe auf jeden Fall öffentlichkeitstauglich haben wir jetzt hier das QSP Worker. Da hat Arthur Brehm echt ein richtig geiles Messer entwickelt. Die Shipfoot Klinge kennt man ja vom Ankermesser, wobei das hier dann durch den Backlock noch ein bisschen sicherer gestaltet ist. Nein, ich werde das jetzt nicht mit dem Ankermesser vergleichen. Ankermesser ist Ankermesser, genauso wie Mercator Mercator ist. Das sind eigenständige Modelle mit einer eigenen Geschichte. Das QSP ist hier schlicht und ergreifend aufgrund der Funktionalität der Klinge inspiriert und es ist, ja, wie es Arthur schon angedacht hat und wie ich auch finde, durchaus legitim. Ein sehr schönes, unaufdringliches und vor allem nicht aggressiv wirkendes Messer für den Alltag.
Ich habe es gerne mit dabei. Es ist jetzt nicht gerade das größte Klappmesser, aber es tut, was es soll. Es ist groß genug für mittelschwere Aufgaben. Stabil, scharf, schneidfreudig. Mehr braucht man eigentlich nicht, wenn diese Formulierung im Zusammenhang mit Messern nicht einfach nur hirnrissig wäre, weil man braucht immer mehr Messer. So, das sind zumindest mal die taschentauglichen Messer, beziehungsweise die klappbaren Messer, die ich ganz gerne mit mir führe. Und wenn mir danach ist, oder wenn ich weiß, dass es rausgeht in die Natur, oder mal sogar als Ersatz für eins von denen, habe ich dann ganz gerne mal ein feststehendes mit dabei. Hier fangen wir auch mal die Reise in Fernost an. Eine Kombi, die ich sehr, sehr gerne geführt habe und die leider im letzten Jahr zu kurz gekommen ist, war zum Beispiel das Luna, das Horus und dazu aus der gleichen Familie das Metamorph. Sieht jetzt mit, ja okay, das Gebämmel ist unnötig, das finde ich ja lustig wegen der Kontraste Neongrün, ich weiß gar nicht, kannst du die Kamera einfangen, das Licht ist nicht so dolle, so besser. Neongrün, Rot, Schwarz ist einfach eine lustige Kombi, finde ich. Wir haben hier an der Scheide einen Deep Carry Clip verbaut. Das Messer verschwindet dann wirklich bis hierhin in der Hosentasche. Christoph, du hast es beim Böker Pocket Knife, heißt es sogar wirklich, ne? Ja, ein bisschen bemängelt, dass das so weit rausguckt aus der Hosentasche. Ist bei dem hier, glaube ich, in der Kombination ähnlich. Aber durch den schlanken Griff, wenn kein Gebämmel in Signalfarbe dran ist, fällt das gar nicht so sehr auf. Ich habe es in der Regel in der rechten Hosentasche, sprich es ist auch in der Tasche versteckt. Und das geht eigentlich. Deswegen, ja, ich kann deine Argumentation nachvollziehen. Ich bin noch auf der Suche nach Strapsen, um das hier halt diagonal oder halt quer am Gürtel zu tragen. Oder müssen wir irgendwie aus Bungee Cord mal noch was dröseln, um es halt wirklich dann horizontal am Gürtel festzumachen. Ja, ist, denke ich, wie bei vielen Geschmackssache. Messer senkrecht in der Hosentasche finde ich jetzt auch nicht tragisch. Das funktioniert für mich und trägt auch nicht zu sehr auf. So, also das Real Steel Metamorph fixt zusammen mit dem Horus und dem Luna ist auf jeden Fall eine sehr coole Kombination und ja, durchaus alltagstauglich. Die Klinge ist kurz genug mit 11 cm. Jetzt keins der stabilsten, es ist kein Schwert, es ist keine Machete. Es ist ein sehr schlankes, schneidfreudiges Messer. Liegt gut in der Hand, trägt nicht viel auf. Ist sauber ausgeschliffen. Kann gern mal dabei sein. So. Ein weiteres Exemplar oder Beispiel von Fixed Blades, die ich gerne mit mir führe. Hier auch etwas eleganter gehalten. Haben wir hier das Böker Eastrop. Den kleinen, zu heiß gewaschenen Jagdnicker mit der Klinge von einem Metzgerbein. Das Messer selbst, es gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe sogar mit der Spiegelpolitur angefreundet. Es hat eine geniale Klinge, eine geniale Griffsymmetrie. Die Aussparung hier liegt wunderbar am kleinen Finger. Die anderen drei Finger greifen gut rein durch die weit runtergezogene Klinge, liegt sicher in der Hand, man kann damit arbeiten, man kann damit schnitzen, man kann damit schneiden, man kann damit Panzertüren aufhebeln bei den 500 mm hier am Klingenrücken und der aggressive Hohlschliff macht es zu einem echten Schneidteufel. Klar, man kann kein Carpaccio aufschneiden damit, aber für die normalen Schnitte, die man so alltäglich machen muss, reicht das absolut aus. Das Gewicht ist vorhanden, man hat was in der Hand. Der Daumen hat genug Auflagefläche, man kann wirklich damit arbeiten. Und
Alles in allem ist das einer der wenigen Impulskäufe in Sachen Messern, die ich nicht bereue, deswegen darf es auch immer noch bei mir bleiben. Die Scheide, ja, ist halt bürgertypisch, eine Lederscheide mit so einer umgeklappten Gürtellasche, die ein bisschen aufträgt. Trotzdem passt gut in die Hosentasche, verschwindet tief drin und mit der Lederschnur, nein, kein Paracord, da muss es schon Leder sein, passt besser zu dem jagdlichen Thema. Jo, kann man es auch rausfischen und zum Einsatz bringen. Hier ist ein bisschen wenig Platz auf dem Tisch. Ich lege mich mal so ein bisschen darüber. So. Und das dritte Messer aus der Kategorie feststehende Klinge ist mein Dauerbrenner aktuell. Das schöne kleine Fixed vom Jens Ackermann. Details dazu gibt es in einem der älteren Videos, da gehe ich nicht drauf ein. Hab mir dafür eine Kylex-Scheide zusammengebosselt, die allerdings so hässlich ist, dass ich es nicht in die Kamera halte. also so als Fixed Blade, das Messer, das mir am besten gefällt von den Proportionen her. Es ist vielleicht ein Ticken zu schwer, aber dafür ist es gefühlt unzerstörbar. Es ist mir auch schon runtergefallen, da sieht man es auf Steine. Sieht man es? Ja, so ein bisschen drei minimale Mäckchen drin. Der N690 ist verdammt schnitthaltig. Ich habe das Ding bei der Garagenumgestaltung, bei der Renovierung regelrecht missbraucht und mal abziehen. Das Thema war erledigt. Also Jens, falls du das Video siehst, du hast da echt ein richtig geiles Teilchen abgeliefert. Ich weiß nicht, warum du es hast gehen lassen. Und ich mag es einfach. So. Ja, was trinken? Wie ihr seht, Messeristen haben gerne mehrere Messer dabei. Mit einer Pouch. Verschiedene Ausführungen, verschiedene Kugelschreiber. Oder auch mal gerne hier der Lamy Ballpoint mit dabei. Dazu Geldbeutel, Handy, Armbanduhr. Auch wenn ich nicht Raucher bin, Feuerzeug ist auch immer irgendwo mit dabei. Wenn es dazu taugt, nicht mit dem Messer eine Bierflasche aufmachen zu müssen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Christoph, danke für die Anregung. Auf die Idee bin ich offen gesagt noch nicht gekommen, meine Messerkombination vorzustellen, außer hier so generell mein EDC-Gedöns. Aber mal gezielt auf die Messer einzugehen und welche Messer man mitnimmt. Natürlich habe ich viel mehr Messer. Ich könnte hier noch meine Mora und mein Puko draufpacken als Fixed Blade. Die Honey Badger als feststellbare Taschenmesser. Die sind geniale Flipper. Auch wenn ich jetzt einen davon kürzlich veräußert habe. Aber ich weiß, Dirk, du gibst dem Teil ein würdiges Zuhause. ich habe unten noch das andere ist ein Renmo, dessen Seriennummer mir gerade nicht einfällt. An die 1878, du weißt, welches ich meine. Genau, der UKPK Killer sozusagen. Es sind so viele Messer, ich wollte es jetzt nicht alle in die Kamera halten und kau euch auch schon 19 Minuten ein Ohr. Deswegen lassen wir es gut sein. Ich genieße noch ein bisschen die Ruhe. Die Frau ist mit den Kids im Kino. Ich gehe gleich mit dem Hund zurück aufs Sofa und wir chillen ein bisschen. Hast du Sofa gehört? Ja, du hast Sofa gehört. Ne? Gut. Trink mal raus. Macht's gut. Bleibt gesund. Stay sharp. Ich mach mich dünn.